Es herbstelt schon ganz kräftig. Und so hat die Allgäuer Bäuerin alle Hände voll zu tun, noch schnell vor dem ersten Schnee ihre Hausapotheke aufzupeppen. Die Blüten der Königskerze sind nicht nur optisch eine Wucht. Sie lassen sich auch ganz einfach zu süßer Medizin verarbeiten. Das Besondere an den Blüten der Königskerze ist, dass sie sehr lieblich sind und süßlich und uns gegen den Husten helfen. Und weil es so süßlich ist und fein duften, mögen auch die Kinder. Zu den Blüten der Königskerze mit ihren vielen Schleimstoffen gibt die Bäuerin noch Thymian und Fenchelsamen. Auch die darin enthaltenen ätherischen Öle sind ideal gegen den Hustenreiz. In Honig aufgegossen und am warmen Fensterbrett gelagert, entfaltet die Mixtur ihre volle Wirkung. Herbstzeit ist Wurzelzeit. Die Pflanze zieht sich in die Wurzel zurück und genau diese Kraft nützen Kräuterexperten wie Waltraud Bächle-Weibel. Der Beinwell erkennt man an seiner schwarzen, dunklen Wurzel. Und wie der Name schon sagt, Beinwell kommt von Gebein. Er ist also für unser Gebein und das Well heißt zusammenheilen. Beinwell lindert Prellungen, Quetschungen und Muskelkater. Hier sieht man jetzt die Schleimstoffe vom Beinwell ganz deutlich. Und er hat auch Gerbstoffe drin und das ist unser Wirkstoff. Am effektivsten ist ein Wickel aus frischen Beinwellwurzeln, findet die Bäuerin. Leicht angedrückt entfalten die sekundären Pflanzenstoffe noch besser ihre Heilkraft. Als Wintervorrat empfiehlt die Kräuterexpertin aus Ofterschwang eine Salbe. Die Öl-Beinwell-Bienenwachsmischung sollte auf keinen Fall über 60 Grad erhitzt werden. Die Früchte des Weißdorns, seine roten Beeren, enthalten noch mehr wertvolle Inhaltsstoffe als seine weißen Blüten. Die Beeren enthalten reichlich Vitamin C. Aber damit nicht genug. Als Tee genossen, regt der Weißdorn auch den Kreislauf an. Und? Der Weißdorn ist sehr gut fürs Herz und unterstützt unser Immunsystem auf eine sanfte Art und Weise. Für alle, die partout keinen Tee mögen, die selbstgemachten Herztropfen sind schnell herzustellen. Beeren und hochprozentigen Alkohol zusammen ansetzen und frühestens nach 2 Wochen in dunkle Fläschchen füllen. So kann die kalte Jahreszeit kommen.